Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Und heute gibt es natürlich weitere PBE-Änderungen. Ja, das heißt, der letzte Patch, der riesenfette Giga-Patch ist erst raus. Und jetzt gibt es schon wieder weitere zahlreiche Änderungen. Und da bin ich natürlich immer richtig on fire. Ja, man will ja immer wissen, ist was für den eigenen Champ dabei? Was ändert sich so? Aber das, was wirklich, wirklich interessant ist, ich habe ja letztens auf Instagram für den Patch 8.4 die neue Conflex- und Theo-Rotation gepostet. Und ich habe mir tatsächlich, ihr wisst ja, ich bin absoluter Orangen-Fan. Räubusch ist auch gut, oder Räubus, oder keine Ahnung, wie man das ausspricht, ne? Und jetzt habe ich das Ganze kombiniert. Das heißt, Orange mit Räubusch. Busch, Boss. Muss aber sagen, es schmeckt scheiße. Deswegen Hände davon weg, wir gehen jetzt weiter. Und zwar, ja, Kaiser habe ich ja schon gespielt. Kaiser macht super viel Spaß. Ich denke, sie wird ein Champion sein. Wird krass abgehen oder krass hinten, irgendwie sowas in der Richtung. Was aber interessant ist, geht hier unten weiter. Hier ist natürlich noch der Unsichtbarkeitskoma, den haben wir ja in meinem Gameplay schon kennengelernt. Ja, Resistance Illaoi. Ich dachte ehrlich gesagt, es sollte erst so eine Metall-Illaoi. Ich meine, sie ist so ein bisschen Metall, ne? Aber wenn man sie sich jetzt mal so richtig anschaut, also so ein bisschen, ja. Na gut, also finde ich, ja, ist Geschmackssache. Die Tentakel sehen ganz cool aus, aber mein Geschmack wäre es persönlich nicht. Hier sind die Chroma-Skins. Hier sieht man auch, dass der Skin sich so ein bisschen verwandelt mit dem Level. Also ein bisschen, glaube ich, ne? Ansonsten, ja. Weiß sieht einfach immer geil aus, muss man sagen. Schwarz sieht auch ziemlich cool aus. Auch kommen für Sugar ein paar Chroma-Skins. Wieder weiß, insane geil. Ja, hier, ne, da, okay. Ja, gut. Aber kommen wir zu den Champions, ne? Champions sind interessant und zwar fangen wir an mit Gaio. Erstmal muss ich wichtig sagen, es ist meine eigene Meinung. Ich persönlich finde Gaio in der Mitte ultra useless, ja. Im Early- und Mid-Game ist er okay, vor allem in Teams, wo man einfach nur den ADK beschützen will, ja. Das heißt, der komplette Damage, wenn du sowas wie Jinx hast oder Twitch, die einfach komplett alleine vom Damage her carryen können, ist Gaio in Ordnung, aber, ja, weiß ich nicht. Ich finde Gaio komplett, der scaled ins Late-Game komplett katastrophal, also, weiß ich. Im Late-Game gehst du diese Full-AP-Gaios, die gehen rein und explodieren. Ist aber meine eigene Meinung, er hat aktuell eine Winrate von 52%, ist also relativ stark anscheinend und ich glaube im Competitive ist er auch sehr, sehr gut. Da geht es aber auch sehr viel um ADK beschützen. Was hier aber gemacht werden soll, ist, seine E kriegt 4 Sekunden mehr Cooldown. Das sollte damals schon mal geändert worden sein, ist aber nicht durchgekommen. Dadurch hat er nicht mehr die Möglichkeit, die ganze Zeit rein zu dashen und raus zu dashen. Er muss sich also überlegen, ist so ein bisschen so ähnlich wie bei Zed. Ja, seine W hat ja auch mal viel Cooldown dazu bekommen. Du kannst, ja, wenn du hast ein großes Zeitfenster, in dem du Gaio punchen kannst, wenn er sein E benutzt hat. Nocturne haben wir sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Bin ich auch übelst froh drüber, denn ich persönlich finde, dass Nocturne's Kit komplett scheiße ist. Ich finde, er ist ein Champion, den man schön auf Bruiser bauen könnte. Ja, das machen auch einige Spieler. Natürlich funktioniert er auch auf Assassin und er one-shottet ziemlich krass, muss man sagen. Aber was das Problem ist, er ist ein Assassin, der reinfliegt und instant platzt, falls er das gegnerische Ziel nicht tötet. Er hat keinerlei Escape-Spells, nichts, um sich zu beschützen. Talon kann einfach mit der E über eine Wand oder so. Auch Zed kann mit seiner R wieder raus. Der Typ fliegt rein, kann nichts. Und im Late-Game ist es einfach so, dass jeder Nocturne reinfliegt und explodiert, weil die einfach baited sind, ne? Zeigst ein AD-Carry, drei Leute im Busch, er springt an, zack. Ja, was aber auf jeden Fall geändert wird, ist erstmal seine W. Die hält jetzt nur noch 3 Sekunden, also Nerf. Dafür kann diese W jetzt allerdings im Jungle, das ist ja das Schild, aktiviert werden und dadurch werden Monster gefeiert. Und wenn Monster gefeiert werden, dann bekommt man diesen Attack Speed Bonus für 3 Sekunden, also den verdoppelten, ja. Ist cool für den Jungle Clear, also ist sehr, sehr cool, allerdings ein Nerf für die Lane oder fürs Fighten. Wobei das Attack Speed, gerade für diese Assassin Nocturnes, ist eh nicht so interessant, ja, da explodieren die Gegner nach einer Sekunde. Aber gut, was noch geändert wird, ist Paranoia. Dieser Effekt hält nämlich jetzt 2 Sekunden länger. Finde ich ziemlich krass. Ja, finde ich wirklich ziemlich krass. Man hätte auch sagen können, hey, wir boosten sein Damage, wir geben ihm mehr hier, wir geben ihm mehr da. Aber sie erhöhen seine Nützlichkeit über diese, ja, diese Unentdeckung, diese, ja, Unsichtbarkeit ist es nicht, aber dass du halt nichts mehr sehen kannst. Und 2 Sekunden länger ist unglaublich lang, finde ich. Da könnte man vielleicht einige Plays mitmachen. Aber Leute, spielt bitte kein Nocturne. Ihr werdet eh, ja, zumindest kein, ja, ist egal. Ich überlasse euch. Gehen wir weiter zu Olaf. Ja, Olaf ist auch so ein Champion. Na, der hat immer so Trendphasen, dann ist er mal richtig krass, dann wird er nicht mehr gespielt. Ja, seine W hält jetzt 1 Sekunde mehr. Was interessant ist, ist seine Ultimate und zwar hat diese bessere Stats im Late Game, hält länger 1 Sekunde und hat ebenfalls hier mehr AD, also mehr AD, mehr Resistenzen. Gerade im Late Game finde ich cool, denn ja, Olaf Drop, also es kommt natürlich immer darauf an, wie der Olaf baust. Ne? Die meisten gehen natürlich sehr tanky und da ist natürlich sehr, sehr geil, wenn du mehr Resistenzen und mehr AD kriegst. Also das ist super coole Änderung für Olaf. Ich bin jetzt nicht so der Olaf-Fan, muss ich ehrlich sagen, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Tristana. Tristana wurde im letzten Patch ja erst genervt und Riot hat sich jetzt gesagt, also das habe ich ja mal gelesen, ja,
wir sind vielleicht doch ein bisschen einen Schritt zu weit gegangen, wir müssen wieder etwas zurückrudern. Sie wollen eine andere Richtung angehen. Und zwar wird ihre Ultimate jetzt der Cooldown wieder reduziert, der wurde ja erhöht. Das heißt 100 auf allen Sekunden, 100 auf allen Sekunden, 100 auf allen Rängen, auf allen Rängen. Dafür wird jetzt allerdings ihre Tech Range reduziert um 25. Und Achtung, ihr Q, das wird jetzt richtig krass. Ja, man könnte sagen, schon ziemlich zerstört. Ja, was heißt, ja doch zerstört. Ja, so. Naja, gucken wir es uns an. Aktuell ist es so, es hat auf Stufe 1 30% und scaled zu 110%. Jetzt ist es so, es fängt bei 70% und scaled zu 110%, ist also krass. Allerdings ist jetzt die Zeit, vorher war es einfach auf Stufe 1 schon 7 Sekunden, okay, 7 Sekunden 30%, ne? Jetzt hast du 3 Sekunden 70%. Ich muss sagen, fürs Early Game ist das, glaube ich, sogar ein Buff. Ja, weil im Early Game wirst du gar nicht so viel, du wirst keine 7 Sekunden den Gegner angreifen. Wo macht man denn so, bitte sowas? Ja, das heißt, man könnte sagen, für Early Game ist es sogar ein Buff, aber im Mid Game vielleicht ein Nerf, im Late Game ist es wieder gleich. Ja, es ist ein bisschen, ja, muss man ein bisschen interessant anschauen. Ja, also, sehen wir dann. Ne? Sehen wir dann, sieht aber auf jeden Fall interessant aus und sie kann ihre Ultimate wieder spammen. Kommen wir zum Draktarblade. Das Draktarblade, ich weiß nicht warum und ich bin auch nicht Freund von dieser Änderung. Der Damage wird insane krass reduziert. Das heißt, im Early Game weniger und im Late Game einfach mal 100 Schaden weniger. Dafür kriege ich es etwas, was ich auch gut finde, aber ja, das heißt, Melees killen jetzt Wards instant. Ja, das heißt, Wards, die aufdeckt, können das sofort. Finde ich cool, weil oft ist es so, dann willst du, willst irgendwo assassinieren, ja. Du läufst durch die Gegend und dann musst du erstmal 3 Outwits auf so ein dämliches Ward machen. Im schlimmsten Fall, du stehst ja ganz hinten irgendwo hinter der gegnerischen Linie, kommen sofort 4 Leute und du kannst das Ward nicht mal clearen. Und ich finde, was ich auch cool daran finde, ist, dass du dadurch die Möglichkeit hast, das Ward so schnell zu clearen, dass es eventuell gar nicht auffällt, dass du wirklich ein Assassin bist, ja. Wenn man sieht, okay, hey, da hinten ist so ein Zed, der kloppt gerade mein Ward kaputt, dann okay. Aber wenn der zack eben schnell kaputt macht, dann kann das sehr, sehr schnell, also so dieser Sneaky-Effekt, das finde ich ganz cool. Das gilt allerdings, beziehungsweise was jetzt noch dazu kommt, ist, dass Range Champions, also für Range Champions gilt es ja nicht, hier steht nur Melee, aber Range Champions haben jetzt nicht mehr diesen reduzierten Schaden. Das heißt, Draktarblade macht für Range und Nahkämpfer den gleichen Schaden, was bedeutet, dass Jhin wahrscheinlich wieder auf Lethality gespielt wird und dass wahrscheinlich auch Miss Fortune wieder auf Lethality gespielt wird. Wahrscheinlich. Man muss ja natürlich jetzt berücksichtigen, dass der Nerf hier schon ziemlich hart ist. Ja? Weiß ich nicht ganz, was ich davon halten soll. Ja, ich meine, klar, man kann sagen, im Late Game wirst du als Talon eh one-shotten, wenn du fett bist. Aber gerade viele Assassins benutzen das mindestens 2-mal, das Draktarblade. Das heißt, uns gehen 200 Schadenflöten, ja. Ist schon echt fies. Shurelias Reverie. Also, Riot hat anscheinend Bock, wieder alte Items reinzubringen. Ja, im letzten Patch war es hier Twin Shadows, jetzt ist Shurelias Reverie. Ist ein cooles Item, hat im Prinzip, für die, die es nicht kennen, denselben Effekt wie dieses Nomaden-Coin, dieses Support-Item. Ja, das heißt, wir haben die Geister wieder im Dings drin und jetzt auch dieses AOE-Movement-Speed. Ja, alle um euch rum kriegen 40% Movement-Speed. Ist ganz nett, ist cool, relativ günstig, 2100 Gold. Kann man sich auf jeden Fall gönnen, finde ich cool. Passt gut in LoL rein, not bad, kann man machen. War ja mehr oder weniger vorher auch drin. Ja, ja, Support-Items werden wieder ein bisschen geändert. Ich wusste gar nicht, dass die Coin Bandit gegeben hat. Bandit, ich wollte erst Bandit sagen. Also Bandit ist, für alle, die es nicht kennen, diese Mastery von damals, die euch Gold gegeben hat um euch rum. Ja, das heißt, ihr habt ein Gold für jeden gekillten Minion bekommen und ihr habt, wenn ihr den Gegner angegriffen habt, Gold bekommen durch Outwits. Ja. Wusste gar nicht, dass das Ding einfach da drauf war. Das ist neu für mich, ist jetzt nicht mehr da drauf und Achtung, wichtiger Effekt, wenn man jetzt Monster oder Minions tötet, dann wird der Coin Drop komplett gestoppt. Ja, komplett gestoppt. Das ist also, ist ziemlich cool, muss man auf jeden Fall sagen. Vorher war es ja so, dass es delayed wird, ja, das hält, also vor allem bei dem hier, bei der Coin weiß ich nicht, aber bei dem hier war es so, dass es delayed wird, dass es nicht mehr so schnell geht, ne, hier 12 Sekunden länger, aber jetzt ist so, es stoppt komplett, also auch für dieses Item. Dafür gibt dieses Ding jetzt 20 Gold, ja, 20 Gold gibt es, und die Coin gibt 45 Gold, also es gibt mehr Gold, aber sobald ihr ein Minion angreift, vorbei, oder Monster auch vorbei. Ja, Coin Drop wird etwas reduziert, dafür wird das Geld erhöht. Was im Prinzip damit gemacht wird, denn bei dem Schild wird das auch gemacht. Riot hat Probleme. Sie würden gerne hier und da Liebe den Supportern geben. Das merkt man auch, indem es jetzt 2 neue Support-Items gab, quasi. Also hier Shurelias und auch Twin Shadows. Und finde ich auch cool, kann man auch machen, ist auch nett. Das Problem hierbei ist nur, sie können nicht die Support-Items ändern, ohne dass andere Rollen diese Items abusen. Ja, weil ständig irgendwelche Midlaner anfangen, das Ding zu bauen, irgendwelche Toplaner, irgendwelche ADKs und Jungler. Ja, das, weil diese Support-Items einfach zu krass werden. Und sie möchten wirklich einen Weg gehen, in dem sie versuchen, und das ist ein sehr, sehr guter Weg, ja, wenn das Geld komplett gestoppt wird, ist schon krass,
indem sie die Items halt so designen, dass nur Supporter davon profitieren. Das ist das langfristige Ziel, ja. Und deswegen schauen wir mal, da kann auf jeden Fall noch was kommen. Gehen wir weiter. Hier gibt es jetzt ein bisschen mehr Gold bei dem upgradeten Item auch. Das ist definitiv cool. Ja, wie geht's weiter? Hier unten haben wir nämlich noch eine neue Rune. Conqueror heißt diese Rune. Eine neue Rune in LOL. Sie wird im Gamebaum sein und sie soll, also ich sag das jetzt einfach mal so, in die Richtung Fair of Battle gehen. Das heißt, sie wird nicht direkt wie Fair of Battle funktionieren, aber sie soll für Champions da sein, die AD benötigen. Ja, das ist komplett weg gewesen, ja. Kayn war übel geil mit Fair of Battle, gibt's einfach nicht mehr. Und zwar ist das Ding so, nachdem ihr 4 Sekunden in Combat seid, wird euer nächster Angriff gegen einen Champion euch AD gewähren, 10 bis 60 AD. Ja, abhängig von eurem Level, für 4 Sekunden. Beziehungsweise, danach kommt noch ein weiterer Effekt, kriegt ihr 20% von euren Damage, wird, also an Champions, den ihr an Champions verursacht, wird in True Damage umgewandelt. Das, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht 100% verstanden, aber deswegen, und dieser wird für Nahkämpfer refreshed, also für Nahkämpfer deutlich geiler. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber das schauen wir uns gleich an. Und mit gleich meine ich natürlich jetzt sofort, ja. Das heißt, wir sind ins Game reingesprungen, wir haben die neue Rune dabei und wir probieren das Ganze mal aus. Wir haben 74 AD, wir sehen hier, das deckt hoch. 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden, zack, 4 Sekunden und jetzt kommt der Buff. Wir haben jetzt auf Stufe 1 natürlich 10 AD dazu bekommen. Wir hämmern hier drauf und machen 16 True Damage zusätzlich an diesem Boy. Ist ziemlich cool und jetzt würde sich das Ding wieder hochstacken. Das heißt, wir scalen nochmal ein bisschen hier die Level rein. Ich denke, da wird sich halt nicht viel ändern, außer dass es auf 60 AD hochgeht. Zack, kloppen wir nochmal ein bisschen drauf rum, zack. Outwit, Outwit, Outwit. Ja, das refresht die ganze Zeit. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Und jetzt haben wir hier schön mehr AD, machen 40 True Damage. Das ist echt krass, muss man sagen. Also das ist ja, ich habe ja keine Items, ne? Also ich denke, die Rune könnte wirklich interessant werden. Und hier sieht man wirklich den Vorteil von Nahkämpfern. Sobald es einmal ausgelöst ist, ist es die ganze Zeit aktiv, ja. Also bei Fernkämpfern würde das auslaufen und dann müsstet ihr es neu hochstecken. Bei Fernkämpfern ist es die ganze Zeit. Deswegen vor allem eine Nahkampfrune, denke ich. Sieht cool aus, freue ich mich drauf. Könnte für einige Champions wie Kayn. Das ist das, wo viele von uns drauf gewartet haben, ja. Eine AD-Rune. Geil. Allerdings muss man natürlich sagen, es steht extra dabei, experimentell, da kann sich also noch alles ändern, ne, kann gebufft werden, kann verändert werden, wie auch immer. Was außerdem noch passiert ist, dass der Cloud Drake jetzt prozentual Movement Speed gibt, weiß ich nicht, ob ich davon Fan bin, dass es für Champions, die schnell sind, besser und für Champions, die nicht so schnell sind, nicht so geil. Was ebenfalls noch dazu kommt, meine Freunde, ist der Premade Voice Chat. Das heißt, es wird einen Voice-Chat in LoL geben, der ist jetzt auf dem PBE drauf. Das wird allerdings erstmal, so wie ich das gesehen habe, nur für Premade sein. Also das heißt, ihr habt hier unten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, eventuell kann man es sehen, wir können es ja mal ein bisschen verschieben. Ja, hier unten sieht man es. Haben wir hier so Balken, da kann man sehen, wie, da kann man das, die Lautstärke von jedem einstellen, etc. Ja, weiß ich nicht, das soll, wie gesagt, erstmal für Premade sein, ist okay. Ja, ne, ich sag mal so, haut mir doch gerne eure Meinung dazu zu den Änderungen rein. Ich wünsche euch was, haut rein, auf Wiedersehen und tschüssikowski.